Herzlich willkommen zu den Ladies Drive Bargesprächen digital, Volume 19 mit der wunderbaren Dr. Eva Gattner, CEO von Pontinova Experience und Executive Coach. Sie wird uns heute ganz viel erzählen zum Thema Longevity und Biohacking. Es ist der zweite Teil unserer Masterclass, nachdem wir im ersten Teil über Wasser und wie man gesundes Wasser, wie man möglichst viel Wasser aufnehmen kann. Es gibt ja auch ungesundes Wasser, haben wir festgestellt. Deswegen erwähne ich das so ein bisschen komisch. Aber es gibt ja tatsächlich auch gesundes Wasser. Und da haben wir im ersten Teil drüber gesprochen. Und jetzt geht es um Sauerstoff. Ja, ich würde sagen, Baustein des Lebens, anders geht es nicht. Und ich möchte aber starten mit einem kleinen Disclaimer. Wir werden in der nächsten Stunde das eine oder andere aus der Komplementärmedizin erfahren. All jene, die eher der Schulmedizin anhängig sind, werden da vielleicht die ein oder anderen Fragezeichen haben. Wenn ihr die habt, schreibt uns das in den Chat. Es gibt kein richtig, kein falsch. Es gibt nur Herangehensweisen, die individuell sind. Und wenn es um Gesundheit geht, das habe ich, und ich komme aus einer sehr, sehr kranken Familie, erfahren dürfen, Gesundheit ist immer etwas sehr Individuelles. Und egal, was es ist, was euch hilft, ob das der Schamane ist oder der Herr im weißen Kittel mit dem Doktortitel oder Ayurveda oder TCM oder eben die Komplementärmedizin oder Homöopathie, ist es völlig wurscht. Hauptsache, es hilft euch und der heilt, hat recht. Also diesen kleinen Disclaimer möchte ich vorne weggeben, dass das eine oder andere, was ihr demnächst hört über Biohacking und Longevity, aus dem Bereich der Komplementärmedizin kommt. Und wie gesagt, wir möchten alles zulassen heute. Deswegen auch, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwo nicht sicher seid, um was es jetzt genau geht, oder wenn ihr denkt, dass ihr was anderes in Erfahrung gebracht habt, schreibt es mir in den Chat. Ich werde immer ein Auge drauf werfen. Aber ich denke, jetzt ist es soweit. Wir begrüßen Sie bei uns, die Dr. Eva Gattner von der Pontinova. Eva, schalt deine Kamera an und wir begrüßen dich ganz, ganz herzlich in der Runde. Schön, bist du da. Hallo, guten Abend an alle. Vielen lieben Dank, Stella, für the warm welcome und die schöne Einleitung und mit allem drum und dran auch der richtigen Frage gleich. Was hat euch den Atem verschlagen? Da habe ich jetzt auch drüber nachgedacht, was hat mir letztens den Atem verschlagen? Und ich glaube, da hatte ich mehrere Vorfälle im Laufe der letzten Tage, jeden Tag ein bisschen. Die Frage ist, wann passiert wirklich etwas, was so richtig einem den Atem verschlägt? Und tatsächlich war es bei mir mein Fußbruch im Mai, davon hatte ich dir erzählt, Stella. Und aber schau, auch dieses Fußbrechen hat dafür gesorgt, dass du ein bisschen langsamer gegangen bist. Denn insofern hat das Universum nur dazu geschaut, dass du mal ein bisschen langsamer gehst. Und manchmal haben auch solche Unfälle ja ihr Gutes, nicht alles, wobei es immer alles der Frage der Distanz und des Zeitpunkts ist, wo man solche Dinge auch beobachtet und nochmal bewertet oder neu bewertet. Aber ich würde sagen, geh mal in Medias Res und in unseren zweiten Teil der Masterclass zum Thema Longevity und Biohacking. Du hast gesagt, du wirst uns was über Sauerstoff erzählen heute und wie man das Sauerstofflevel im Körper erhöhen kann. Da gibt es ja all die, die meditieren oder die Yoga machen, die kennen wahrscheinlich schon das eine oder andere, weil man da ja auch häufig mit diesen langsamen Atmen, mit Kumbhaka, mit den Atempausen arbeitet. Das werdet ihr kennen. Aber ich möchte dir jetzt nicht die Show stehlen, sondern dir den Platz räumen. Und ich würde sagen, wir starten mit deiner Präsentation und dann gehen wir in eine Q&A-Runde rein. Aber wie gesagt, ich behalte den Chat im Auge. Ihr dürft jederzeit eure Fragen da reinstellen und ich werde die dann an die Eva weitergeben. Insofern, the floor is yours. Vielen Dank, liebe Stella. So, ich hoffe, dass ihr meine Präsentation jetzt sehen könnt. Ist das so? Alles gut. Wunderbar, super. Ja, dann begrüße ich nochmal euch recht herzlich. Ich will auch gar nicht so lange über mich sprechen. Ich stelle mich jetzt kurz vor für diejenigen, die mich beim letzten Mal noch nicht erlebt haben und werde euch durch ein paar Agendapunkte durchführen. Es soll eine Diskussion sein, ein Miteinander, ein Austausch wie beim letzten Mal. Und wir widmen uns dem spannenden Thema Sauerstoff und wie wir mit Hilfe von Sauerstoff Energie noch besser gewinnen können. Zunächst mal zu mir. Ich bin in dem Bereich Healthcare und Biomedizintechnik sehr lange schon zu Hause, war fast 20 Jahre im Bereich Big Corporations unterwegs, bin jetzt im Verwaltungsrat einer Functional Food Firma, die sich mit Biohacking beschäftigt und
bin auch in diversen Ämtern, unter anderem bei einer gemeinnützigen Stiftung, auch im Bereich Health unterwegs. Das ist eins meiner Themen, die mir am Herzen liegen, wie Stella das bei sich an sich beschrieben hat und in ihrer Geschichte geteilt hat, bewegt mich das Thema schon seit meinen jungen Jahren. Und dadurch, dass ich das Gesundheitssystem von innen kennenlernen durfte in meiner beruflichen Tätigkeit, hat es umso mehr mich darin bestärkt, dass wir uns auch alternativen Methoden zuwenden mit dem Disclaimer, den Stella, danke dir auch dafür, gerade vorhin schon mal hier kundgetan hat. Ich würde mal starten mit der Energiegewinnung, weil das ja das Thema ist, was die gesamte Masterclass-Serie begleitet. Und wir kennen ja alle das Gefühl, am Lagerfeuer zu sitzen. Und warum ist das jetzt besonders und was hat das mit Sauerstoff zu tun? Das Feuer brennt deshalb, weil es Sauerstoff verbrennt. Sauerstoff ist natürlich Energielieferant. Das Feuer würde nicht brennen, wenn wir ein Vakuum hätten. Und das Gleiche passiert in unserem Körper. Wir wollen natürlich nicht, dass es lichterloh in uns brennt. Ne, da sind wir wieder im Bereich Entzündungen. Wir wollen aber, dass das Feuer in uns gut entfacht ist, damit wir richtig, richtig viel Energie für unseren Alltag haben. Und sowohl der Sauerstoff in der Luft als auch das Wasser, beim letzten Mal schon besprochen, als auch Sonnenlicht, sind ganz wesentliche Energielieferanten für unseren Körper. Ich möchte es auch nicht zu wissenschaftlich machen, nur ganz kurz ein paar Key Facts. Ich werde relativ zügig über die Folien drüber gehen. Die bekommt ihr wie beim letzten Mal zugeschickt und könnt dann auch gerne noch Fragen stellen. Ganz grundsätzlich wissen wir alle, haben wir alle im Biologieunterricht gelernt, wir atmen Sauerstoff ein. Dadurch kommt Sauerstoff in unsere Lungen und unsere roten Blutkörperchen transportieren dann den Sauerstoff in unsere Organe, den Verdauungstrakt. Und dann werden alle Stoffe, die wir nicht mehr benötigen, bis zu einem gewissen Prozentanteil, zum Beispiel Kohlendioxid, Kohlenstoffdioxid, wird dann abgeatmet wieder über die Lungen. Wir haben circa 99% unseres Blutes besteht aus roten Blutkörperchen und wenn die Anzahl der roten Blutkörperchen, die die Träger von Sauerstoff sind, abnimmt, kann weniger Sauerstoff im Blut transportiert werden und dann spricht man von der sogenannten Anämie. Einfach mal ganz High-Level erklärt. Und die Erfahrung hat vielleicht der eine oder andere von euch gemacht, wenn wir einen Eisenmangel haben, fühlen wir uns schlapp und müde. Und das ist eine direkte Folge von Sauerstoffmangel im Körper, weil zu wenig rote Blutkörperchen im Blut vorhanden sind. Und wenn wir jetzt weitergehen zur, also quasi die Atmung auf Zellebene uns anschauen, sprechen wir von sogenannter Zellatmung. Da begegnet uns wieder der Wasserstoff, über den wir beim letzten Mal gesprochen haben, als der wichtigste Energielieferant im Körper oder einer der wichtigsten Energielieferanten im Körper. Und die Zellatmung ist eine Art Kettenreaktion, wobei Energie aus Wasserstoff und Sauerstoff gebunden wird und dadurch wird auch Wasser gebildet. Also wir bilden auch Wasser im Körper. Und je nachdem, wie viel Sauerstoff wir einatmen, verändert sich unsere Energiegewinnung im Körper. Das ist, denke ich, auch jedem plausibel. Und wir unterscheiden dabei, je nachdem, wie viel Sauerstoff wir einatmen, zwischen dem aeroben und anaeroben Stoffwechsel. Der Unterschied liegt darin, dass beim aeroben Stoffwechsel mehr Sauerstoff zur Verfügung steht und deshalb direkt Energie und Kohlenhydrate verbrannt werden. Das passiert in den Mitochondrien, über die haben wir beim letzten Mal auch schon kurz gesprochen. Das sind quasi unsere Batterien-Kernkraftwerke in den Zellen. Wenn wir in den anaeroben Stoffwechsel kommen, werden nur Kohlenhydrate verbrannt. Das passiert dann, wenn wir zum Beispiel einen Sprint hinlegen, also richtig so hochintensiv trainieren oder einfach losrennen. Und dann wird die Energie, weil es schneller geht, in Zellplasma verbrannt, also nicht in der eigentlichen, im eigentlichen Mitochondrium, was die Energie quasi direkt bereitstellt, sondern im Zellplasma, da macht sich der Körper einfach. Und es werden dabei Kohlenhydrate verbrannt. Warum erzähle ich das? Weil es gleich nochmal eine Auswirkung haben wird auf unsere Energiegewinnung, wenn ich weitergehe. Also nochmal zur Veranschaulichung.
Bei einem Ausdauer, bei einer Ausdauersportart verbrennen wir Sauerstoff in den Mitochondrien. Es entsteht dabei Wasser. Und wenn wir Sprints hinlegen, wird die Energie direkt im Zellplasma verbrannt oder generiert und verbrannt. Und es entsteht dabei eine sogenannte Milchsäure, die zu schnellen Übersäuerung von Muskeln führt. Das habt ihr sicherlich auch schon öfters erfahren, wenn man einen Sprint hinlegt, zum Beispiel den Bus noch bekommen möchte, dann spürt man danach, dass die Muskeln so richtig brennen, vor allem wenn man sich verausgabt hat, und das ist einfach eine Übersäuerung der Muskeln. Ja, das heißt, die regelmäßige Bereitstellung von Sauerstoff ist für uns grundentscheidend. Wir können circa, sagt man, 3 Minuten ohne Sauerstoff überleben. Das hängt davon ab, wie gut man trainiert ist. Aber ganz wichtig, weniger Sauerstoff, wohl dosiert, ist für den Körper oftmals besser. Und dazu möchte ich euch noch ein paar Fragen stellen. Und es wäre toll, wenn ihr vielleicht ein Stück zur Seite habt oder einen Zettel oder euch einfach die Antworten so merken könnt. Und zwar die erste Frage, die ich euch stellen möchte, ist, ob ihr während eurer täglichen Aktivitäten häufig durch den Mund atmet, ja oder nein? Zweite Frage, ob ihr im Tiefschlaf durch den Mund atmet. Das kann man unter anderem daran merken, dass man aufwacht mit offenem Mund oder der Mund morgens trocken ist. Dritte Frage, schnarcht ihr? Das will man sich oft selbst nicht eingestehen, aber der Partner sagt es dann schon einem. Nächste Frage, könnt ihr eure Atmung im Ruhezustand wahrnehmen? Also bewegt sich der Brustkorb besonders stark oder die Bauchdecke? Seufzt ihr während des Tages öfter mal und gähnt ausgiebig? Hört ihr manchmal im Ruhezustand euren Atem oder wird euch das bewusst, beispielsweise wenn ihr euch eure Aufnahmen anhört, die ihr vielleicht jemanden verschickt habt auf WhatsApp oder Telegram? Und leidet ihr zum Beispiel an Schwindel oder Benommenheit und seht ihr häufig eine Verbindung zu eurer Atmung? Fragezeichen. So, ich lasse jetzt mal diese Fragen im Raum stehen. Ihr könnt gerne ein paar Kommentare in den Chat schreiben, die wir uns dann später nochmal gemeinsam angucken. Warum ich die Fragen gestellt habe, werde ich gleich erklären. Ja, ich hatte jetzt gerade über die Mitochondrien gesprochen. Das sind die wichtigsten Batterien oder die Batterien unserer Kraftwerke in den Zellen, und um die müssen wir uns kümmern. Vor allem, wenn wir über Langlebigkeit sprechen, geht es ganz, ganz, ganz häufig über Mitochondrien oder um Mitochondrien, wenn ihr euch schon mit einer entsprechenden Literatur beschäftigt habt. Und wir können die Mitochondrien gesund erhalten durch, kein Wunder, gesunde Ernährung, gute Umwelt, gesunde Umweltfaktoren, durch eine moderate Bewegung, und können sie schädigen durch Fast Food, durch zu viele Fleischprodukte, durch zu viele Produkte, die freie Radikale hervorrufen. Und das ist eigentlich alles das, was wir schon mal beim letzten Mal genannt hatten. Zucker und viel Gekochtes, viel Erhitztes, was nicht aus Gemüse und so weiter besteht. Und Stress, ganz wichtig. So, wir merken, wir können wirklich den Alterungszustand des Körpers messen anhand der Gesundheit der Mitochondrien, weil sie produzieren ein sogenanntes ATP, haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen. Und dieses ATP ist dann nur produzierbar durch das Mitochondrium, wenn das Mitochondrium Sauerstoff bekommt. Deshalb beschäftigen wir uns mit Sauerstoff. Wir haben auch beim letzten Mal ein ähnliches Bild schon gehabt. Wenn die mitochondriale Energieproduktion jedoch aus dem Gleichgewicht gerät, können wir auch eine Überoxidation im Körper erfahren. Deshalb gilt es immer, ein Gleichgewicht zu halten. Aber das Gute oder die gute Nachricht ist, wir müssen uns um das Gleichgewicht nicht kümmern, denn unser Körper macht alles alleine. Wenn wir schon an die Atmung denken, wir müssen nicht bewusst daran denken zu atmen, der Körper atmet einfach von alleine. Das heißt, er regelt automatisch die Sauerstoffzufuhr und die Ausatmung,
Nur wenn wir eingreifen durch Aktivitäten oder durch eine sogenannte Hyperventilation, das heißt eine zu frequente Atmung, verändert sich dieser Riegelmechanismus. So, und jetzt ist der Körper ganz schlau. Der Körper produziert nämlich selbst das sogenannte Glutathion, von dem habt ihr sicherlich schon gehört. Das wird als das Antioxidantium schlechthin beworben. Die gute Nachricht ist, der Körper produziert selbst Glutathion und zwar in der Leber. Deshalb ist es besonders wichtig, die Leber gesund zu erhalten, nach Möglichkeit ab und zu entgiften, beziehungsweise leberfreundlich zu essen, was auch wieder viel Gemüse bedeutet, nicht zu fett und nicht zu süß und kein Alkohol und so weiter, kennt ihr alles. Und dieses Glutathion sorgt dafür, dass die Körperzellatmung reguliert wird und dass nicht zu viel Sauerstoff auf die Zellen, auf die Mitochondrien einwirkt. So, nächstes Thema sind für uns Luftvitamine. Über die negativen Ionen haben wir beim letzten Mal schon indirekt in Verbindung mit Wasser gesprochen. Frage dazu, holst du nur Luft oder atmest du schon Energie? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich habe jetzt über ein Jahr fast durchgehend in Dubai verbracht, bin jetzt in den letzten Monaten Gott sei Dank wieder öfter in Zürich. Und Dubai ist ein ganz besonderer Platz, warum erwähne ich das? Dubai ist eine Betonwüste mit wunderschöner Architektur, wenn man sich für Gebäudearchitektur interessiert, mit recht wenig Natur. Und das spürt man. Immer wenn ich 2-3 Tage am Stück in Dubai bin, fühle ich mich völlig erschöpft körperlich. Und ich habe lange gebraucht, um herauszufinden, warum das so ist, bis ich dann endlich gemerkt habe, dass es damit zusammenhängt, dass die Luft so wenig negative Ionen enthält. Bestimmt habt ihr gemerkt, wenn ihr an einem Strand spazieren geht oder im Wald, dass die Luft besonders energiereich ist. Das ist sie auch nach einem Gewitter. Oder warum hat man ein Verlangen, sich nach einem langen Tag lange zu duschen? Das warme Wasser, das ist der Dampf, der warme Wasserdampf trägt ganz besonders viele negative Ionen. Das heißt, der Körper wird wieder aufgeladen. Und das ist das Besondere an Naturschauplätzen, das ist das Besondere an Orten, wo wir viel Natur um uns haben, viel Wasser und notfalls tut es eben auch die Dusche zu Hause. Da würde ich euch gerne da anregen, ein bisschen darauf zu achten, wie ihr euch fühlt, in welchen Umgebungen. Darauf komme ich jetzt. Wenn wir uns also in der Nähe von einem Wasserfall, von großen Wassermassen bewegen, haben wir viel Wasserdampf und spüren sofort eine Energetisierung des Körpers. Und das hat damit zu tun, weil besonders viele negative Ionen vorhanden sind. Und damit meinen wir die Sauerstoffatome. Wenn wir also diese Luft einatmen, erhöht sich unsere Menge an Sauerstoff um ca. 20% sogar und auch die Menge an Kohlendioxid erhöht sich. Jetzt kommt natürlich die Alarmlampe, Kohlendioxid, was? Das ist doch ungesund. Und dazu komme ich gleich, denn Kohlendioxid hängt entscheidend mit den Fragen zusammen, die ich euch vorhin gestellt habe. Und das war für mich auch einer der Aha-Momente, als ich mich angefangen habe, mit Sauerstoff zu beschäftigen. So, ich hatte jetzt gerade über Dubai gesprochen. Wenn ihr euch in dieser Grafik mal einordnen würdet, wo ihr euch die meiste Zeit am Tage oder in den letzten Wochen aufgehalten habt. Ich für mich kann sagen, zum Glück bin ich jetzt in Zürich, denn in Zürich gibt es viele Grünflächen, es gibt den See, es gibt viele naturgewachsene Bäume, es regnet immer wieder ausgiebig. Und damit reinigt sich immer wieder die Luft. Also ist die Luftqualität gar nicht mal so schlecht, wenn man nicht gerade an einer vielbefahrenen Straße wohnt oder sich da ständig aufhält. Wenn man es aber mit hochindustrialisierten Gebieten zu tun hat, Großstädten mit sehr viel Beton und sehr wenig Luftzirkulation und uns vor allem, und das ist das Wichtigste, viel in Wohnungen und klimatisierten Büros aufhalten, landen wir ganz, ganz, ganz unten links in dieser Grafik und haben die geringste Ionenkonzentration pro Quadrat- oder Kubikzentimeter. Das bedeutet, dass wir tagtäglich, wenn wir dann einer Bürotätigkeit nachgehen, eigentlich in sehr, sehr, sehr ungesunden Verhältnissen uns aufhalten, was die Sauerstoffaufnahme unseres Körpers geht und die Ionisierung der Luft. Das führt zu mehr Krankheitsfällen, Kopfschmerzen, man fühlt sich entladen im wahrsten Sinne des Wortes, matt, schlapp, man kommt
eine leichte Müdigkeit, eine schlechtere Stimmung vielleicht. Und insgesamt fühlt man sich einfach weniger glücklich, weniger gesund und weniger glücklich. So, deshalb wollen wir uns beschäftigen mit dem sogenannten Zelltraining. Wir beschäftigen uns immer mit dem Ganzkörpertraining, mit Fitness. Und wenn wir uns mit Langlebigkeit anfangen, wirklich auseinanderzusetzen, müssen wir auf Zellebene runter. Das haben wir jetzt gerade gemacht durch einen kurzen Deep Dive. Und ich möchte euch jetzt durch ein paar Methoden durchführen, mit deren Hilfe ihr eure Zellen noch aktiver trainieren könnt und vor allem, die euch auch ein paar Handwerkszeuge, was die Sauerstoffaufnahme angeht, mit an die Hand geben werden. Zunächst mal steigen wir mit Nasenatmung ein. Ja, so einfach klingt das und so einfach ist das. Und ist auch wieder das Phänomen, das wir alle kennen. Wenn wir eine Luftmatratze mal aufgeblasen haben oder irgendwas anderes, irgendwelche Luftballons zum Beispiel, wird uns nach kurzer Zeit schwindelig. Und warum wird es schwindelig? Weil der Kohlendioxidgehalt abnimmt. Wir atmen durch die Lunge viel mehr Kohlendioxid aus, als wir das normalerweise tun, wenn wir ganz normal atmen. Und die Abnahme vom Kohlendioxidgehalt führt zu einem Sauerstoffmangel. Und das ist das Wesentliche oder das ist das Wichtigste überhaupt, was ich mir wünschen würde, dass ihr aus dem heutigen Termin mitnehmt, dass ihr auf eure Atmung achtet und dass wie ihr darauf achtet, dass wir auch sehr wohl Kohlendioxid brauchen. Wie kommen wir zu einer natürlichen, zu einem natürlichen Anteil von Kohlendioxid in unserem Blut? Indem wir nichts tun, indem wir ruhig atmen. Der Körper reguliert sich auf perfekte Art und Weise selbst. Der Körper hat alle Mechanismen zur Gesundung in sich implementiert, wie bei dem Glutathionspiegel am Beispiel der Leber formuliert, gilt genau das Gleiche für das natürliche Gleichgewicht zwischen Kohlendioxid und Sauerstoff. Warum gibt es da überhaupt ein Gleichgewicht? Also Kohlendioxid spielt eine wichtige Rolle in der Regulation vom Sauerstoffgehalt im Blut. Das Verhältnis von Sauerstoff und Kohlendioxid ist entscheidend für die optimale Sauerstoffversorgung des Körpers. Dabei ist die Nasenatmung optimal. Warum? Weil wir durch die Nase nicht hyperventilieren. Darauf beziehen sich die Fragen, die ich vorhin gestellt habe. Wenn wir durch den Mund atmen, atmen wir auch mehr Kohlendioxid aus. Und das führt dazu, dass natürlich der Gehalt an Kohlendioxid abnimmt im Körper. Und damit kann der Körper auch weniger Sauerstoff aufnehmen. Deshalb ist es ganz wichtig, so häufig wie möglich mit der Nase zu atmen. Und wir werden gleich nochmal auf ein paar Methoden zu sprechen kommen, wie man darauf achten kann und das vielleicht auch noch ein bisschen verbessern kann. Insgesamt ist die Nasenatmung auch wichtig für den Gehalt an Stickstoffmonoxid. Der befindet sich in der Nasenschleimhaut und der weitet die Blutgefäße und fördert damit auch die Durchblutung in den Lungenbläschen. Ein zweiter Tipp oder Hack, wie man ihn auch nennen kann, und das ist jetzt wieder eine Anknüpfung an unsere erste Masterclass. Und zwar, wir können auch Sauerstoff und wir nehmen auch Sauerstoff mit Wasser auf. Wenn ihr euch erinnert noch an die Masterclass, wir haben da über das EZ-Wasser gesprochen und über das Bulkwasser. Das EZ-Wasser ist das, was sich an den Oberflächen sammelt und besonders viele negative Ionen hat. Und das Bulkwasser ist das Wasser, was quasi in der Mitte sich so befindet, das normale Wasser, das wenig negative Ladung trägt. Dieses Bulkwasser ist aber das Wasser, was besonders viel Sauerstoff tragen kann. Und das Wasser, angereichert mit Sauerstoff, wird auch vom Körper aufgenommen, eben über den Verdauungstrakt, über die Schleimhäute des Verdauungssystems und die Wirkung ist identisch mit verstärkter ATP-Energiebildung in den Mitochondrien, stärkt auf gleiche Weise die Widerstandskraft des Körpers, die Leistungsfähigkeit, beugt mit Müdigkeit vor, legt den Stoffwechsel an und die Entgiftung und verlangsamt damit insgesamt den Alterungsprozess. Das Blut wird fließfähiger. Wasser ist besonders oder kann besonders viel Sauerstoff tragen bei Raumtemperatur. Und man kann Wasser auch mit Sauerstoff zusätzlich anreichern.
Das kann man tun, indem man es verquirlt. Also ihr erinnert euch bestimmt an Spaziergänge an Gebirgsbächen. Da wird das Wasser besonders durchsprudelt, weil es an Steinen und so weiter vorbeifließt. Es nimmt viel Sauerstoff auf, weil es eben sich in Bewegung befindet. Dieses Wasser ist besonders reichhaltig an Sauerstoff. Man kann auch solche Quirler verwenden, wenn man das möchte. Insgesamt Wasser, was lange in Rohrleitungen war oder durch irgendwelche Filter und Anlagen gepresst worden ist, hat einfach wenig Sauerstoff, ist recht sauerstoffarm und man kann es, es gibt auch so wie Wasserstoff, zu Wasserstoffanreicherungsgeräte, gibt es auch Sauerstoffanreicherungsgeräte, das habe ich jetzt hier nicht abgebildet, weil das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Man kann auch überdosieren, empfohlen wird jedoch in Studien eine Anreicherung von 20 bis 25 Milligramm, was circa eine Verdopplung des gewöhnlichen Sauerstoffgehalts im Wasser bedeutet. Es gibt Naturheilärzte, die damit arbeiten und es empfiehlt sich, einen halben Liter pro Tag davon zu trinken. Ich persönlich wende lieber mechanische Methoden an, also dass man das Wasser verquirlt. Es gibt auch besondere Kannen. Das hatten wir beim letzten Mal auch besprochen im Zusammenhang mit Wasser, die einfach das Wasser aufwirbeln und das reichert auch schon das Wasser mit Sauerstoff an. So, jetzt kommen wir zu den Luftvitaminen. Das ist die Ionisation von Raumluft. Und da möchte ich euch auch eine Methode vorstellen, einen Tipp, wie man trotz Büroluft diese, also Büroluft, die recht arm ist an negativen Ionen, wie man die anreichen kann mit Energie, mit negativen Ionen. Und dazu kann man sogenannte Ionisatoren verwenden. Die gibt es auch in kombinierter Form mit Raumfiltern, die gleichzeitig Schadstoffe aus der Luft herausfiltern. Solche Ionisatoren sind ganz praktisch, die kosten auch nicht viel Geld. Also dieses Modell beispielsweise kostet circa, müsste so um die 40 Franken kosten. Was dieses Gerät macht, ist, dass es einfach kleine negative Ionen in die Luft pustet und ahmt somit einen Naturzustand nach, den man sonst hätte, eben in der Nähe von so einem Wasserfall. Natürlich ist noch schöner so ein Zimmerbrunnen, weil der gleichzeitig die Luft auch befeuchtet. Aber der generiert nicht so viele negative Ionen wie eben so ein Ionisator. Dieses Gerät zum Beispiel oder solche Geräte helfen auch gegen Gerüche und gegen Mikroorganismen in der Luft. Und man spürt wirklich, wenn man sich sein Gerät in die Nähe stellt, zum Beispiel auf dem Schreibtisch oder irgendwo auf dem Schrank, dass je nach Gerätgröße kann man damit einen entsprechend großen Raum mit negativen Ionen versorgen, dass man einfach mehr Energie und weniger mehr Energie hat und weniger matt ist im Kopf. Es gibt ein paar negative Berichte dazu im Internet, und zwar diese Geräte können auch je nach Hersteller Ozon generieren in der Nähe des Gerätes. Ozon wirkt oxidativ, wenn es vor allem, wenn man zu viel Ozon ausgesetzt ist. Ich komme noch zur Ozonbehandlung später. Nichtsdestotrotz, wenn man sich kundig macht und einen guten Hersteller eben findet, und das Gerät muss man auch nicht durchgehend eingeschaltet lassen, sondern immer wieder mal einschalten, die Luft wird einfach angereichert mit negativen Ionen. Noch besser wären natürlich ganz viele Zimmerpflanzen, wenn möglich, und ein Wasserbrunnen. Aber zusätzlich zum Boost, vor allem zur Neutralisation von diesem ganzen Elektrosmog in den Büros und Klimaanlagen, empfiehlt sich so ein Gerät. Ja, neben den technischen Finessen gibt es ganz, ganz, ganz alte Methoden aus dem Hinduismus, Buddhismus und insgesamt aus den Veden, die 5000 Jahre alt sind. Und deshalb möchte ich sie eben hier kurz ansprechen, weil ich auch persönlich ein Fan davon bin, dass wir unsere sozusagen Ancient Biohacks verbinden mit dem, was uns heutzutage an Technologien zur Verfügung steht, die sich ja auch an der Natur orientieren. Prana oder Pranayama setzt sich zusammen aus Prana. Prana steht für Lebensenergie und Atmung, und Ayama aus Beherrschen und Kontrollieren. Also wie das Wort es eben sagt, es geht darum, die Atmung zu kontrollieren.
Warum? Hyperventilation führt dazu, wie eben angesprochen, dass sich der Kohlendioxid- und Sauerstoffanteil im Körper verschiebt und dadurch wird der Körper unterversorgt mit Sauerstoff. Bestes Beispiel, Aufpusten von Luftballons. Und deshalb ist es wichtig, sich des Atmens erstmal bewusst zu werden. Also sich dessen bewusst zu werden, ja, ich atme gerade und das macht der Körper ganz, ganz, ganz automatisch, er reguliert das automatisch. Und wenn man sich ein bisschen mit den Veden beschäftigt und dem Hinduismus und den fernöstlichen Lehren, spricht man da von Prana, von Qi, also von der Energie, die uns umgibt. Und die einfachste Methode, sich dessen bewusst zu werden, was atme ich denn und wie atme ich die Luft, was tut sie mit mir, was gibt sie mir, ist, sich vorzustellen, dass man wirklich die Atemluft ganz bewusst aus dem Feld, also um sich herum, einsaugt und einatmet durch die Nase. Eine ganz bewusste Atmung und zu spüren, wie fühlt sich die Luft an auf den Nasenschleimhäuten. Wo landet sie? Wie fühlt sie sich an, wenn sie durch die Nase fließt? Wie fühlt sie sich an, wenn sie dann durch die Luftröhre in den Körper geht? Wie breitet sich diese Luft im Körper aus? Das ist eine ganz wunderbare Technik, ganz einfach, kann man zwischendurch immer wieder mal machen, um sich zu beruhigen, um den Körper ganz bewusst mit Energie zu fluten, die einfach kostenlos ist und um uns herum ist. Natürlich funktioniert das umso besser, wenn man gerade das Fenster aufgemacht ist, hat oder draußen ist und wirklich frische Luft einatmen kann. Das führt schon innerhalb von kürzester Zeit, von ein paar Sekunden, Minuten, zu einer ganzheitlichen Veränderung des Körperzustands, also zu einer Energetisierung. Man ist wacher, konzentrierter, fühlt sich einfach lebendiger, glücklicher und wohler. Zusätzlich kann man natürlich ganz ein paar besondere Atemtechniken anwenden und hier als Beispiel, damit ihr auch nochmal seht, wie sich das verhält mit dem Kohlendioxid und dem Sauerstoff, gibt zum Beispiel die Ujjayi-Atmung, die kennt ihr vielleicht auch aus dem Yoga, wenn ihr mal Yoga praktiziert habt, und zwar ist das eine Atmung, die macht ein Geräusch mit der Nase. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen nachzuahmen, also letztendlich atmet man mit geschlossenem Mund durch die Nase ein und zieht die Luft durch die Stimmbänder durch, sodass ein Geräusch entsteht wie bei einem Windstoß oder bei so einem Wellengang. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hören wird, aber ich versuche das zumindest kurz fortzuführen. Es ist ein Gefühl, dass ihr die Atem, die Stimmbänder verengt und die Atmung quasi durch die Nase und die Stimmbänder, die Luft nach unten gezogen wird und dann wieder durch die verengten Stimmbänder nach oben. Das erzeugt eben dieses Geräusch beim Atmen. Was es macht, was es bringt, innerhalb von kürzester Zeit, ein paar Sekunden und Minuten, eine höhere Wachheit im Körper und eine Sauerstoffüberversorgung des Gehirns. Also das heißt, man fühlt sich wirklich so lightheaded, ja, so elevated, könnte man sagen. Warum? Weil wir wenig Kohlendioxid ausatmen, wenn wir diese Art der Atmung pflegen. Und dadurch kann viel mehr Sauerstoff als sonst in den Körper hinein, damit auch ins Gehirn eingeatmet werden. Ne? Das heißt, wir regulieren quasi, deregulieren den automatischen Mechanismus und wollen mehr Sauerstoff haben im Gehirn. Und da würde ich euch gerne dazu anregen, das mal auszuprobieren. Vielleicht macht ihr das jetzt auch schon parallel, wie sich das im Körper euch anfühlt, wie sich das im Kopf anfühlt. So, ein Kontrast dazu ist die Atmung, die man auf der rechten Seite abgebildet sieht. Das ist die Kapalabhati-Atmung. Die nennt man auch Feueratmung. Wie funktioniert die? Man atmet durch die Nase hinein bis in den Bauch. Das ist auch ein gutes Bauchmuskeltraining, wenn man das lange macht. Und atmet dann stoßartig über den Mund aus. Ja, das sieht so ungefähr aus, wie ich es jetzt vorführe. Die Bauchdecke senkt und hebt sich ganz stark, ganz intensiv. Mit der Ausatmung geht sie ganz weit nach innen,
impulsartig. Was es bewirkt, ist, dass übermäßig viel Kohlendioxid aus dem Körper ausgestoßen wird. Und das führt zu dem Effekt, dass weniger Sauerstoff im Körper dann aufgenommen wird. Und das heißt, das Gehirn weniger Sauerstoff bekommt. Und das ist der Effekt, den man hat, wenn man Luftballons zum Beispiel aufbläst. Das ist auch eine sehr schöne Art der Atmung, die man praktizieren kann, um auch eine Art Wachheit zu erzeugen, aber auch zum Beispiel für eine Meditation. Ja, und da würde ich euch gerne anregen, das mal damit mal zu spielen und mal auszuprobieren, was das mit euch macht und wie in welchen Situationen bei euch das eine Veränderung des Gemütszustands und des Energielevels bewirkt. Eine weitere Methode, die nicht mit Pranayama zusammenhängt, die ich euch aber auch nochmal mitgeben möchte, ist einfach zu zählen. Das ist meine Lieblingsmethode, beispielsweise wenn ich joggen gehe, um den Atemrhythmus zu kontrollieren, dass man ein paar Schritte lang einatmet und dieselbe Anzahl von Schritten wieder ausatmet. Das kann man auch im Gehen tun. Also man kann Atemtechniken sehr gut im Gehen üben, dass man 4 Sekunden lang einatmet, 4 Sekunden lang ausatmet. Dass man 4 Sekunden lang einatmet, 4 Sekunden lang den Atem hält, 4 Sekunden lang ausatmet, 4 Sekunden lang den Atem wieder hält. Dass ihr damit mal spielt, was fühlt sich für euch natürlich an, um einfach viel mehr Bewusstheit für euren Atem zu bekommen und welche Auswirkung er hat auf euren Körper und wie es euch hilft, im Laufe des Tages vielleicht den Espresso-Shot entweder noch weiter zu boosten oder ihn vielleicht zu ersetzen oder vielleicht einfach zusätzlich Energie zu tanken. Ja, ein schöner Satz dazu ist, zeig mir, wie du atmest und ich sage dir, wie du dich fühlst. Ich möchte euch dazu inspirieren, einfach mal damit zu experimentieren, wie ihr atmet, wenn ihr gestresst seid, neigt ihr dazu dann zu hyperventilieren, das heißt, verschnellert sich die Atmung, atmet ihr dann durch den Mund. Was passiert mit euch, wenn ihr bestimmte Alltagssituationen erlebt und Stress erlebt? Und das hilft dir um dazu, sich wirklich darauf zu besinnen, okay, ich bin jetzt gestresst, ich habe jetzt mit dem Mund geatmet, okay, wenn ich mich auf meine Nase konzentriere, auf die Nasenatmung, kann ich damit auch meinen Körper wieder runterregulieren und mich entspannen. Ich habe kurz eine Frage aus dem Chat von der Claudia, die ich spannend, aber auch irgendwie süß finde. Sie fragt, was passiert beim Seufzen? Es gibt ja, und das weiß ich aus der Yoga- und Meditationstechnik, wird ab und zu auch mit dem Seufzen gearbeitet. Aber Eva, vielleicht kannst du das nochmal aus deiner Warte ein bisschen fachfrauischer, fachmännischer erklären. Was passiert beim Seufzen? Beim Seufzen passiert, also wenn wir uns das so psychisch auch in Erinnerung rufen, wann seufzen wir, wenn etwas overwhelming, wenn etwas zu viel ist, wenn wir eine Situation haben, die uns gerade irgendwie beschäftigt. Das heißt, der Körper reguliert den Sauerstoffgehalt mit dem Seufzen. Mit dem Seufzen wird Kohlendioxid ausgeatmet, mehr als bei einer normalen Ausatmung. Und damit sinkt wieder der Sauerstoffpegel im Körper und damit reguliert sich wieder Kohlendioxid und Sauerstoff. Warum soll dieser Sauerstoffpegel jetzt sinken? Weil wir durch zu viel Einatmung ihn hochgebracht haben. Und das passiert eben durch eine Art Hyperventilation, wenn wir im Stress sind. Vielen Dank. Dann lasse ich dich weiter präsentieren. Zurzeit keine weiteren Fragen im Chat. Dankeschön. Ja, wir können Sauerstoff auch richtig applizieren und habt ihr vielleicht schon gesehen, es gibt jetzt neuerdings solche Dosen, die man im Handel bekommt. Also wenn man auf Amazon beispielsweise guckt, gibt es ganz viele Hersteller, die das als neue Produktlinie für sich entdeckt haben. Und das ist quasi nichts anderes als eine Applikation von medizinischem Sauerstoff, um sein Energieniveau zu heben und einfach sich zu boosten, wenn man gerade sich zum Beispiel sportlich betätigt hat oder insgesamt angeschlagen ist. In diesen Dosen ist einfach Sauerstoff drin. Manchmal wird dann noch angereichert mit Aromen, Minze oder auch anderen. Und was damit bewirkt wird, man drückt quasi da auf diesen Auslöser und atmet dann
Tief ein durch die Nase, hält die Luft etwas an, solange man sie anhalten kann, hält somit diesen Sauerstoff, den man eingeatmet hat, noch in den Atemwegen und im Bauch. Und wenn man dann das Gefühl hat, man muss ausatmen, atmet man aus und behält mehr Sauerstoff sozusagen im Körper. Und man kann damit den Sauerstoffgehalt im Blut durchschnittlich um bis zu 15-20% ansteigen. Und man spürt direkt, wenn man das macht, eine leichte Energiesteigerung. Also es ist jetzt nicht so, dass es einem umhaut, aber man spürt schon eine Anhebung der Energie. Und hier gilt natürlich auch wieder der Disclaimer, den Stella am Anfang gesagt hat oder genannt hat, immer mit dem Arzt absprechen. Vor allem, wenn man es mit Asthma oder anderen Bronchialerkrankungen zu tun hat. Jetzt ist nochmal eine spannende Frage aufgetaucht von der Annette im Chat, die ich dir gerne weitergebe. Bezieht sich auf deine Folie 28 vorhergehend. Die Annette möchte gerne wissen, ist denn jetzt beides gut für das Gehirn? Viel Sauerstoff, also die Ujjayi-Atmung, und auch wenig die Kapalabhati-Atmung? Also im Grunde genommen gilt, dass das Gehirn nicht unterversorgt werden darf mit Sauerstoff. Ne? Ansonsten, das ist ja das, was innerhalb von kürzester Zeit passiert, wenn irgendwelche Unfälle passieren etc. oder man quasi unter Wasser taucht. Die Sauerstoffunterversorgung im Gehirn führt zu einem schnellen Tod innerhalb von ein paar Minuten. Also das regelt der Körper automatisch, dass das nie passiert, einfach, dass er automatisch atmet. Eine Überversorgung mit Sauerstoff im Gehirn passiert eigentlich selten aufgrund von einer Ursache einer äußeren Ursache. Man sollte nicht zu viel Sauerstoff applizieren, also man muss diesen Sauerstoff, wenn, dann applizieren. Wenn man zu viel Sauerstoff appliziert, haben wir Oxidationswirkungen. Also auch da führt das irgendwann mal dazu, dass Zellen absterben. Ihr habt ja diese Abbildung gesehen mit dem Apfel. Na, wie der Apfel, der oxidiert, wird Sauerstoff ausgesetzt und dann wird irgendwann mal braun und dann wird irgendwann mal faltig. Das Gleiche passiert mit der Zellmembran. So, das heißt, lebensgefährlich ist die Unterversorgung mit Sauerstoff. Eine Überversorgung mit Sauerstoff ist nicht sofort lebensgefährlich. Müsste man aber wirklich künstlich herbeiführen, damit man zu viel Sauerstoff auf lange Zeit im Gehirn hat. Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Ihr kennt ja auch, das habt ihr vorher auch auf den Bildern gesehen, die Wechselatmung, die ja sehr häufig im Ayurveda, aber auch eben beim Meditieren und beim Yoga eingesetzt wird, um den Körper auch zu kühlen. So genauso wie das Yin-Yoga den Körper kühlt. Also da gibt es eigentlich ein paar spannende Techniken. Aber lasst euch die zeigen von einem erfahrenen Yoga-Trainer und oder lasst euch das sehr, sehr gut erklären, wenn ihr das nur auf YouTube anschauen wollt, damit man das richtig macht, damit man optimal davon profitieren kann. Und zurück zu dir. Dankeschön, Stella. Dankeschön für die Fragen von euch. Ja, und ganz spannend, und das möchte ich euch ans Herz legen, ist das sogenannte Hypoxietraining, was man auch übersetzen könnte mit Höhentraining. Also das ist eigentlich das, wie man es sonst kennt von Leistungssportlern. Was ist das denn? Man hat quasi jetzt das Höhentraining zu uns nach Hause gebracht. Es gibt inzwischen zahlreiche Geräte auf dem Markt von Überdruck oder Unterdruckkammern, in die man sich legen kann, wo eben die Atmosphäre nachgeahmt wird wie auf einem Berggipfel. Es gibt inzwischen aber auch Geräte, die sind groß wie so ein Nachtschränkchen, an die eben so eine Atemmaske angebracht wird, wie die Dame das hier heute zeigt, die man zu Hause nutzen kann. Was ist denn wieder die Philosophie dahinter, beziehungsweise was ist denn das, weshalb Höhentraining oder Hypoxietraining überhaupt funktioniert? Es gab einen ukrainischen Arzt, Dr. Butyeko, der 2003 gestorben ist und der hat sehr viele Studien durchgeführt und hat eine Theorie damit belegt, dass weniger Atmen dem Körper hilft, weil es ihm einfach mehr Sauerstoff bringt. Das ist das, worüber wir vorhin gesprochen haben. So, durch eine Hypoxie, also durch das Höhentraining, erreicht man einen Sauerstoffmangel im Körpergewebe. Und das wird ja ohnehin, passiert ohnehin bei jeder körperlichen Anstrengung, weil Sauerstoff verbrannt wird. Ihr erinnert euch an das Bild mit dem Lagerfeuer.
Das Lagerfeuer verbrennt Sauerstoff und das ist die Energie, damit das Feuer überhaupt brennen kann. Und das Gleiche passiert im Körper, im Körpergewebe. So, das heißt, wenn wir den Sauerstoffgehalt reduzieren, ja, durch die sauerstoffreduzierte Luft, muss der Körper damit klarkommen, dass weniger Sauerstoff zur Verfügung steht und produziert damit oder regt damit die Zellen an, mit weniger Sauerstoff anzuregen, zu arbeiten. Sie entleeren sich des Sauerstoffs, also die Zellen werden quasi leer. Und wenn dann wieder der Druck zunimmt, gehen die Zellen auf und nehmen viel mehr Sauerstoff auf. Es ist quasi eine Art Training für die Zellen, dass sie sich dass sie kontrahieren und dass sie sich wieder aufmachen und dadurch wieder mehr Sauerstoff in die Zellen reingehen kann. Also wie ein normales Muskeltraining ist das ein Zelltraining. Dazu gibt es inzwischen sehr, sehr, sehr viele Studien, die nachweisen, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen, Menschen auch mit chronischen Atemwegserkrankungen nachhaltige Erfolge damit erzielen. Ich habe das selbst mehrfach praktiziert. Es gibt solche Geräte inzwischen auch in immer mehr Studios, vor allem Physiotherapiestudios, aber auch inzwischen Fitnessstudios, wo man sowas 2 bis 3 Wochen machen kann für einen Zeitraum von circa 10 Wochen. Man wird danach eine merklich bessere Sauerstoffaufnahme im Körper nicht nur merken, sondern messen können und der Körper wird leistungsfähiger. Stella, es gibt eine Frage. Genau, von der Alina auch eine sehr spannende Frage. Eva, dir sagt sicher der Wim Hof etwas, der ja. Ist ja doch, der kursiert ja doch auch sehr durch die sozialen Medien mit der Atmung, so wie er es empfiehlt. Und die Alina fragt Folgendes. Wie vergleicht es sich mit der Wim Hof Atmung, in Klammern oft hintereinander einatmen und lange Luft anhalten? Und wofür ist sie gut oder eben nicht ratsam? Mhm. Die Wim Hof Atmung erreicht eine ähnliche Wirkung nur mit Hilfe der Atmung wie dieses Hypoxietraining. Was man bei der Wim Hof Atmung macht, ist ja eine Art Hyperventilation am Anfang. Also man atmet sehr tief ein, sehr viel Luft, ja. Atmet dadurch weniger Kohlendioxid aus, deshalb wird einem schwindelig und die Hände fangen an zu kribbeln. Also der Körper hat einfach zu viel Sauerstoff im Körper, ne? Das ist wie bei dem Luftballon aufblasen. Am Ende von diesen Intervallen, den Atemintervallen, die man durchführt, hält man die Luft an und man merkt, dass man die Luft viel länger anhalten kann als normalerweise, circa 3-mal so lang. Warum? Weil natürlich mehr Sauerstoff im Körper ist und dieser Sauerstoff, es wird dann auch nicht sofort wieder ausgeatmet, sondern kann sozusagen alle Zellen im Körper erreichen. Und durch diese Sauerstoffüberversorgung des Körpers hat man eben einen starken Energieboost und kann beispielsweise, was ja Wim Hof dann danach macht, nach dieser Atmung, geht dann unter eine eiskalte Dusche oder ein eiskaltes Bad und der Körper ist länger in der Lage, in der Kälte auszuhalten. Das Nervensystem ist besser vorbereitet auf diese Kältereize, weil sich auch das Schmerzempfinden, das Kälteempfinden dadurch verändern. Also letztendlich ist deine Atmung quasi, wird dafür besonders genutzt, um eben danach sich den Kältereizen auszusetzen. Auch hier würde ich aber dringend empfehlen, wenn ihr das noch nie gemacht habt, holt euch einen erfahrenen Coach, der das mit euch macht. Nicht, dass er in Ohnmacht fällt, weil er ein YouTube-Video geguckt hat und dann in der Dusche umfällt. Das wäre nicht zu empfehlen. Insofern würde ich euch da einfach auch ans Herz legen, dass man sich da jemanden holt. Es gibt genügend richtig gute Coaches zu diesem Thema und dass man das mal gemeinsam und in einer sicheren Umgebung ausprobieren kann. Und natürlich ist es spannend, einfach auch mit diesem ganzen Thema Atmung mal zu spielen, ebenso wie man die Spitzensportler heute noch ins Höhentraining schickt, nach St. Moritz oder eben in die Berge, damit sie eben dann mehr Sauerstoff im Blut anreichern und entsprechend das positive Effekte auch den Trainingseffekt generell hat. Aber noch einmal hier einfach der Disclaimer, holt euch Hilfe, wenn ihr das neu macht und Newbie seid in dem Bereich. Vielen Dank, Stella. Ganz genau. So, ja, und vielleicht dazu auch noch ein kleiner Exkurs. Die Blauwale
Die Blauwale erreichen eine besonders lange Lebenszeit und nicht nur das. Sie sind bis ins hohe Alter extrem gesund, haben keine entarteten oder weisen häufig keine entarteten Zellen auf und keine bösartigen Tumore. Und immer mehr Forscher beschäftigen sich damit, warum das so ist. Und eben eine Theorie oder Studienergebnisse zeigen, dass das durch die hypoxischen Zustände bewerkstelligt wird. Also dass sie immer wieder lange nicht atmen und dann wieder kurz auftauchen, um zu atmen und dann eben ganz, 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 ganz wenig atmen und immer wieder sozusagen dieses Höhentraining im Wasser durchführen. Ja, vielleicht eine Inspiration auch für uns. Zu der Buteyko-Methode gibt es auch noch ein paar Atemübungen. Eine wichtigste Atemübung, und das ist wieder dieses Hypoxietraining für zu Hause. Nicht so extrem wie jetzt beim Wim Hof, sondern sehr, sehr einfach durchzuführen. Was die Buteyko-Methode uns mitgeben möchte, ist eine Bewusstwerdung von einem natürlichen Atemrhythmus. Also dass wir nicht hyperventilieren, dass wir nicht zu viel atmen. Also das Ziel ist langfristig nur so viel zu atmen, wie es die Situation erfordert, sich auch nicht zu kasteien. Und das Atemzentrum im Gehirn wird dadurch trainiert und eigentlich ist es ganz einfach. Man setzt sich ganz aufrecht hin, entspannt die Schultern, die Bauchdecke, also jetzt ist nichts Besonderes gefordert. Schaut einfach ganz, ganz, ganz entspannt nach vorne und atmet ohne Anstrengung. Einfach ganz ruhig atmen, durch die Nase natürlich. Und dann wiederholt man die Übung, lässt den Kopf etwas hängen und blickt abwärts und atmet weiter, ganz ruhig durch die Nase. Und das kann man abwechselnd immer wieder mal tun, Kopf heben, Kopf senken. Und dadurch trainiert man einen natürlichen Atemrhythmus durch die Nase. Generell gilt, atme lieber häufiger als tiefer. Und vor allem gewöhnt man sich diesen latenten Lufthunger auch dann ab, wenn man sich daran gewöhnt hat, einfach mit der Nase zu atmen und nicht das Gefühl zu haben, ja, ich kriege jetzt zu wenig Atemluft. Da auch wieder der Disclaimer, den Stella mehrfach betont hat, achtet auf euren Körper, achtet darauf, was euch euer Körper sagt, zu nicht zwingen und auch vor allem, wenn ihr mit Atemwegserkrankungen zu tun habt, natürlich auch mit dem Arzt die Dinge durchsprechen. Und nochmal eine kleine Anregung, man kann auch einen Atemanhaltetest machen, einfach im Sitzen ruhig ein paar Mal ein- und ausatmen, dann nach dem Ausatmen die Nase zuhalten und dann auf die Uhr schauen und erst beim Anzeichen vom ersten Lufthunger auf die Uhr wieder schauen, einatmen und dann seht ihr, wie viele Sekunden ihr den Atem anhalten könnt. Und wenn ihr diese Buteyko-Methode oder die anderen Methoden, die ihr euch selbst wählt, Prana-Techniken oder andere Atemtechniken anwendet, werdet ihr merken, dass ihr länger Luft anhalten könnt. Ne? Also dass die Atmung wirklich ruhiger wird und dass man weniger in diesen Stress dann kommt. Man muss wieder schnell hintereinander einatmen. Ja, ganz zum Schluss noch ein Wort zu Sauerstoff. Ozontherapie, die ist ja manchmal umstritten. Ich sage manchmal, weil es davon abhängt, mit wem man spricht. Ich selbst habe die Therapie auch schon durchführen lassen. Und warum jetzt Ozon? Es heißt ja immer, Ozon ist ungesund. Ja, Ozon ist eine besonders energiereiche Form von Sauerstoff, also hat noch mehr Sauerstoff, eine explosivere Wirkung im wahrsten Sinne des Wortes als Sauerstoff. Na, Sauerstoff ist ja schon sehr energiereich, Beispiel wie der Lagerfeuer. Es ist aber eine sehr wirksame Anti-Aging-Methode und hilft auch Menschen mit Abwehrschwäche oder wenn man sich in einer Rehabilitation befindet, auch von einer Erkrankung erholt oder insgesamt zur Leistungsverbesserung. Wird die Ozontherapie auch häufig angewandt bei Heilpraktikern, bei Naturheilärzten, aber auch teilweise auch klassische Mediziner wenden das auch immer mehr an oder bieten immer mehr an die Form der Therapie. Was dadurch passiert, dass der Zellstoffwechsel aktiviert wird. Das heißt, auch die roten, weißen Blutkörperchen werden angekurbelt. Wir haben vorhin darüber gesprochen, die roten Blutkörperchen transportieren den Sauerstoff durch die Organe in die Lunge. Dadurch wird das wieder ausgeatmet, das Kohlendioxid. Und vor allem gibt es ganz viele Studien, die weisen nach,
dass Ozon eben Bakterien, Pilze, Viren abtötet. Und zum Beispiel eine Darmsanierung wird häufig in Verbindung mit einer Ozontherapie empfohlen. Da wird eben eine Darmreinigung durchgeführt und dann eben Ozon zugeführt. Es gibt aber auch Ozoninfusionen im Rahmen einer Eigenblutbehandlung oder auch Ozonwasser, das manche Ärzte auch empfehlen, also dass das Wasser quasi mit Ozon angereichert wird. Davon darf man dann kleine Mengen trinken mit einer kontrollierten Konzentration von Ozon im Wasser. Da würde ich euch auch ans Herz legen, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch die noch stellen, aber ansonsten auch mit einem qualifizierten Naturheilpraktiker, einem Arzt, drüber sprechen. Ja, und ich sehe, wir haben jetzt die Punktlandung quasi, 19 Uhr, deshalb möchte ich euch auch nicht länger zu sehr verlängern. Als Zusammenfassung, die Atmung, Nasenatmung ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist mir das Wichtigste persönlich, dass ihr das aus diesem Termin mitnehmt, dass ihr bewusst euch werdet, eure Atemtechnik, eure Reaktion auf bestimmte Umwelteinflüsse mit der Frequenz eurer Atmung, dass ihr euch vielleicht das eine oder andere anschaut, wie ihr die Atemluftqualität verbessern könnt um euch herum und insgesamt einfach schaut, weniger Atem ist mehr und immer natürlich den Rat eures Arztes einholt. Ich bedanke mich sehr herzlich für das aufmerksame Zuhören. Vielen lieben Dank, Stella, für die Organisation und für die fachmännische Durchführung. Und sehr gern. Vielleicht beenden wir die Bildschirmfreigabe und schauen nochmal kurz in den Chat. Ihr Lieben, wenn ihr nochmal eine Frage habt, wir nehmen uns noch 2-3 Minuten Zeit, dann dürft ihr die gerne stellen. Ansonsten sind wir auch nach diesem Webinar noch für euch da. Connectet doch mit uns auf LinkedIn und ihr habt es ja auch, wenn ich dann die Präsentation, die Eva gemacht hat, an euch verschicke per E-Mail, seht ihr auch im CC dann die E-Mail-Adresse von der Eva Gartner. Da könnt ihr auch natürlich im Nachhinein nochmal fragen. Machen wir super, super gerne für euch. Ich glaube, was ich gerne euch noch mitgeben möchte, jetzt auch im Zuge von Corona, Corona-Erkrankungen, haben wir ganz viel über, hey, mir bleibt die Luft weg und ich habe schlecht Luft. Ich hatte das selber, wo ich das erste Mal Corona hatte, hatte ich auch ein halbes Jahr sehr, sehr Mühe mit Luft, mit Ausdauertraining, teilweise sogar mit dem Treppenlaufen. Und was ich wirklich da auch gelernt habe, ist, dass ich nicht vergesse, auszuatmen. Wenn man ja schlecht Luft hat, hat man immer die Tendenz, dass man das Gefühl hat, jetzt muss ich ganz, ganz tief und einatmen und ich muss meine Lungen füllen. Und manchmal ist es besser, mal auch ganz, ganz bewusst auszuatmen, weil das dann eigentlich die Ruhe reinbringt. Es ist ja dasselbe, wie wenn jemand hyperventiliert, dann gebt ihr dem auch eine Tüte und sagt, atme da mal kurz rein. Das ist das gleiche Prinzip eigentlich. Also wenn jemand Asthma hat oder eben generell einfach das Gefühl hat, er kriegt keine Luft, achtet auch mal vermehrt auf das Ausatmen. Wie erwähnt, wir haben euch jetzt ein bisschen auch aus der Komplementärmedizin ein paar Dinge an die Hand gegeben. Teilweise sind sie anerkannt in der Schulmedizin, teilweise umstritten. Das hat die Eva ja auch gesagt. Wir haben nicht den Anspruch, wir haben Recht, sondern wir zeigen euch nur den Blumenstrauß auf, der da noch draußen rumschwirrt. Und insofern, ich sehe, es gibt nur 1-2 Fragen. Von der Alina, von der Petra sehe ich. Ich würde jetzt sagen, dass wir das beschließen. Wir laden uns den Chat sowieso runter. Ich gebe diese Fragen weiter an die Eva und dann beantworten wir die schriftlich an euch und schicken euch eine E-Mail. Wir sehen ja, wer das in den Chat geschrieben hat. Auch die Susanne Müller-Zamtop hat nochmal eine Frage. Ich glaube, wir machen das jetzt so. Wenn ihr also noch eine Frage habt, schreibt es uns in den Chat. Wir beantworten es dann schriftlich und schicken euch alle Fragen und Antworten, die noch im Chat gelandet sind, dann nochmal zu mit meiner E-Mail, wenn ich euch die Unterlagen von der Eva verschicke. Wir beschließen diesen Abend aber nicht, ohne dass ich meinen Sponsoren danke. Das ist Audi, das ist DQ Solutions, mein bester Freund, seitdem ich Kaffee über meinen Laptop geschüttet habe, und die Swisscom. Und auch nicht ohne den Hinweis auf die Nummer 3 unserer Masterclass. Die findet im neuen Jahr statt, weil wir anfangs Dezember ein bisschen Ferien machen. Na, wir holen uns mal richtig viel Luft an irgendeinem schönen Strand, ehrlich gesagt. Das mache ich im Dezember. Deswegen geht es erst am Montag, 9. Januar 2023 weiter mit unserer dreiteiligen Masterclass. Und was gibt es dann zu hören, zu sehen von dir, Eva? Da sprechen wir über das Thema Wärme, Kälte und andere Hacks und Tipps. Und das andere ist dann eine Überraschung.
Sehr gut. Wärme, Kälte, das kann man dann brauchen, glaube ich, im Januar. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass ihr beim letzten Bargespräch Digital Webinar des Jahres 2022 dabei gewesen seid. Nehmt euch Zeit zum Atmen. Ich habe es ja in meiner Geschichte ein bisschen erzählt, wie mir das ergangen ist. Ich hatte eine Vorerkrankung, zweimal mit Vorstufe Gebärmutterhalskrebs. Ich bin mit ganz, ganz vielen Ängsten und vielen Hoffnungen nach Sri Lanka gefahren, habe mich da zu einem Ayurveda-Arzt fahren lassen. Der hat mir kurz in die Augen geschaut, kurz auf die Zunge, hat mit dem Kopf gewackelt und hat mir dann, zumindest hat mir das der Übersetzer dann so erzählt, gesagt, naja, vielleicht fangen Sie mal an mit richtig atmen. So quasi junge Frau, Sie atmen nicht richtig. Und dann ist mir also im ersten Moment habe ich gedacht, der will mich veräppeln. Ich fliege doch nicht nach Sri Lanka, dass mir wer sagt dann irgendwo im Busch, na, fangen Sie mal an zu atmen, junge Frau. Ich habe wirklich gedacht, der will mich total verarschen. Und habe es auch nicht wirklich verstanden im ersten Augenblick, aber im zweiten und im dritten Moment dann. Weil ich dann gemerkt habe, wie häufig ich flach atme, wie sehr ich immer auf der Flucht bin. Zumindest sage ich das meinem Körper durch die flache Atmung. Ich bin immer irgendwo auf der Flucht. Ja. Und insofern habe ich meinem Körper, glaube ich, durch das nur schon mich darauf achten, wie ich atme, sehr viel Gutes tun können. Und es war auch Teil meiner Selbstheilung. Aber da muss jeder für sich herausfinden, was stimmt für ihn. Ich war seit 30 Jahren immer beim Arzt, insofern geht es mir ganz gut bis hierhin. Nächstes Jahr werde ich 50 und das gute Atmen, das gute Wasser trinken hilft wahrscheinlich ganz gut bei mir. Aber wir sind alle Individuen und es ist bei jedem anders und so ist es auch in der Gesundheit. In diesem Sinne, wir nehmen also die Fragen, die jetzt noch angekommen sind, mit aus dem Chat. Danke auch für eure lieben Wünsche und die vielen, vielen Merci und Danke im Chat. Das nehmen wir sehr, sehr dankend und mit einem Herzgruß aus dem Appenzell an. Und so verabschiede ich mich von dir, liebe Eva, und von euch allen. Bleibt gesund, atmet mal richtig durch. Ich glaube, das haben wir uns alle verdient. Wir mussten durch Corona und mit diesen ganzen bescheidenen Umständen, mit denen wir in den letzten 2, 3 Jahren zu kämpfen hatten, wir hatten echt alle gut zu tun, glaube ich. Mit uns selber, mit unserer Umwelt, mit dem, was gerade passiert in der Welt. Nehmt euch ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Es wird euch zu Diensten sein. Ich nehme es mal so rum auf. In diesem Sinne, alles, alles Liebe. Macht es gut. Und bis ganz glie wieder. Macht es gut. Vielen lieben Dank. Bis dann. Zeit euch. Tschüss. Ciao. Ciao, Eva.